Moin Delay Flyer, willkommen beim zweiten Teil von unserem Zauberatelier mit den Karten. Wie ihr wisst, letztes Jahr haben wir schon ein paar Tricks gesehen und heute werden wir danach weiter Tricks gesehen, weiter Regeln lernen und noch ganz viel Spaß zusammen haben. Und dieses Jahr ist Alex auch dabei und der Lapa auch. Der Lapa sieht er hier und den Alex ist mir noch verstoppt. Wir werden auch dieses Jahr helfen, Assistenz zu spielen und die verschiedenen Tricks zu weisen. Und ich noch viel wollen schwätzen, meine ich, nehmen wir direkt los mit dem ersten Trick. Und du wirst einen Stich brauchen. Und wir brauchen heute auch ein Requisit. Tada! Ein Tuch. Ist das Tuch nicht schön? Ja, super. Gestreift. Das ist ein Spullump. So. So, Alex, mittlerweile weißt du, wie du das möchtest. Das heißt, ich freue mich, um eine kleine Karte zu ziehen. Das wäre ganz leicht. Und du weißt ja mittlerweile, wie es geht. Ich drehe mich um. Und du weißt das, wenn ich griff der Kamera. Ja? Also zu weit ist der Kamera gewesen? Ja. Tipptopp. Voilà. Da kannst du das gerne nicht rüben. Du kannst irgendwo hinlegen, wo du willst. So, und damit? Gefährlich. Ja? Tipptopp. So, was ich da will weisen, hier habe ich ein Tuch. Und das benutzt man nur, für ein bisschen mein Mysterium zu schaffen. Und ich werde dich freuen, heute meine Hand auszustrecken. Ich lehne das Kartenspiel drauf. Und dann lehne ich heute durch, drauf. Du kannst deine Hand ein Kier drauf lehnen. So. Ich werde etwas Verrücktes machen. Ich werde probieren, den Karten zu finden. Unter dem Tuch. Pass mal ab. Pass mal ab. Abracadabra. Ja, ha! Guck, schon den Kart. Hei an der Hand. Kleefst du mir das? Geht. Ne? Ne, geht. Sieht sicher schon die richtige Kart. Ne? Doch, den Kart aus. Ich weiß nicht, was den Kart aus. Mir ist schon den Joker gezogen. Und Joker gilt für alle Karten. Das ist schon den Kart von. Ne? Ne, die, du hast sie noch nicht überzählt, da? Das war kein guter Zaubertrick. Ne? Ja, okay. Aber warte, ich mache noch besser, ich mache Abracadabra, puff. Und ich mache nur so, ich hole den Kart hier raus. Wie sagst du? Ja. Was war denn Kart? Feuer, Schwarzfeuer. Schwarzfeuer, ja, genau die dort. Hm? Und ich drehe die hier dran, und ich lehne sie dran. Mal guck ein Kehr hier, wenn ich ab. Na guck, hier, das Kartspiel ist ja nicht umgepackt. Und ich schaue umdrehen, guck. Was hat ein Kart umgedreht? Und das ist die Karte, die ich umgedreht habe. Das war den Schwarzfeuer. Gut geschafft, Alex. Vielen merci. So haben wir den Platz geholt und du hast so einen perfekten Assistenten gespielt. So. Wie ist das gegangen? Wir haben heute so ein paar Sachen, ein paar Erklärungen, dass heute wird ein bisschen. Den heutigen Trick ist ein bisschen schwer. Mindestens nicht unmachbar. Und ich erkläre euch auch direkt, wie ihr das machen kann. Und für was man das mit dem Joker machen. Und zuallererst fängt man mit dem Römerkehr, Kartenspiel als normal, der hat ein ganz bisschen viel Beredung zu machen. Ich weiß nicht direkt was. Der hat ein Kartenspiel. Und der holt, wenn ein Joker dran ist, das ist am besten, der Joker, und der lädt den Joker umgedreht, so auf den Park. Okay? Das ist schon ein paar so. Schon einen umgedrehten Joker. Hier, und drehe ich die ganze Boutique um. Voilà. Das ist der Teil, das Position schon. Einen umgedrehten Joker, der verkehrt dran ist. Und der Rest alles, alles, alles riet. So, was machen wir los? Der Alex oder der Zuschauer zieht irgendeine Karte. Ich will die heute los, wirklich, dass die schon am besten ist. So, los, die paar Sachen, die auf vorkommen, das ist das. Dann zieht die ganz normal. Das ist wirklich ein Problem, zieht die, die will. Heute Feier. Der Moment, wo hier seht, wo ich so gucke, weiß Kamera oder wann ich bin. Allein, also so guck so gut an und ich drehe mich um, für das ich nicht falsch mache. Der Moment, wo ich mich umdrehe, meine ich. Okay, ich drehe einfach von der heutigen Position und ich einfach drehe mich so. Das ist schon nur das heute. Okay, ich habe das Kartenspiel umgedreht. Und für was merkt denn Alex das nicht? Weil Alex beschäftigt sich, seine Karte zu gucken.
Und wie ich mich umdrehen, hinter dem Rick, und du drehst dich direkt zur Kamera, kann ich heute ein bisschen machen, was ich will, hinter dem Rick. Ne? Das mir kein, hauptsächlich, wenn ich nur genug bin. Ich drehe dann halt, tschuk, 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 tschuk. Weil das ist, wenn ich mich umdrehen und ich kann das Spiel umdrehen, das ist das, was eigentlich los ist. Ne? Für drin hat man das normale W, da haben wir den verkehrten W. Just, was der Alex nicht weh ist, aber den Zuschauer nicht weh ist, ich meine, der Park wäre richtig. Auch das ist die Ewigkeit. Ne? Es gibt die Illusion, dass der Park richtig ist. Das ist ganz interessant, dass, wenn der Alex nicht so nehmen sollte, den Kart drehen, wenn er den Kart dann dreht, dann ist der, wie ihr heute gesehen, verkehrt dran. Wie das weiß ich, ich meine, die gibt Kart, die ist am Kartspieler alle. So, zack, noch an. Nur sie präsentieren, ob die da muss passen. Bei dem heutigen Trick, die ein bisschen schwierig sind, dass erstens mal, der Zuschauer darf nicht das Tote machen. Das ist nicht gut. Das ist, für das man das nicht machen, mache ich meistens den Finger ganz eng, so dass er nicht kann abheben. Aber wenn ich mir nicht will, dann will ich gerade einfach so, ich helfe, ich lehne die irgendwo dran und dann lehne ich sie dran. Okay, das ist wichtig. So. Dann lehne ich die dran. Das ist, nur was wir haben, ist, wenn die Karte spielen umgedreht, müssen die umgedrehten Joker, müssen halt die umgedrehten Karte vom Zuschauer. Und das ist das Problem, du kannst schlecht weisen, ich muss die Karte spielen, da ein bisschen umdrehen. Den Trick, wie gesagt, den habe ich noch nicht erfunden, die gibt schon ein Zeitchen an, was Leute früher gemacht haben, sie haben dann irgendetwas probiert, so zu verstoppen, mit das ist nicht. Das sieht nicht gut aus, fand ich nicht mal. Und oft hat Leute auch gemäht, um für die Löschkarte aus dem Weg zu gehen, also immer, könnt ihr fliegen, puff, könnt ihr Karte rausgeflogen. Was ich nicht gut fand, weil ein Karte könnte nicht so rausgeflogen. Das heißt, für von der Position an die dritte Position zu kommen, muss man die Kartenspieler umdrehen. Und wie machen wir das? Man ganz einfach, wir benutzen den Moment Excuse vom Durch. Das heißt, ich hole den Durch raus, der muss den Durch rausholen, aber es müsste den heutigen Trick mir einfach für zu präsentieren. Natürlich könnt ihr irgendetwas anstellen, das nennt ihr an der Zauberei Misdirection. Das ist, wenn ich irgendeine Aufmerksamkeit auflenke, für den heutigen Dreh zu machen. Ich kann auch zum Beispiel ein so mal den Anzug und dann drehe ich den, just eine Sekunde den Anzug, für dass ich kann den Gedanken lesen und dann drehe ich den. Aber ich fand das mal noch gut und ich erkläre euch auch viel wert. Hi. Wenn ich die heutige Position, wenn ich durch raushole, dann wackele ich bis zum Durch und dann dem Durch drehe ich. Das ist, heute sieht das Durch wackeln und ich mache just, weil da sind schon mal in der guten Position. Und dann, wenn ich den Zuschauer so seine Hand erstrecken und ich nehme den Kartenspieler seine Hand. Dann könnt ihr fragen, wie weit musst du durchdrucken? Mal einfach, weil Heinz Dummel kann das verrutschen an der gesinnlichen Sache. Und das will ich nicht. Hauptsächlich nicht die letzte Karte. Das ist, wenn das nicht viel könnt, lehne ich durch drauf an, es möchte auch ein bisschen mysteriös. Voilà. Und das soll ich dann noch drauf machen, für das Kartenspielen rufen. Das ist unter dem Durch, wenn ich das heute. So, Alex, kannst du vielleicht noch ein Kehr hinterkommen, dass die Leute auch gut gesehen, was zwischen den Händen passiert? So, wenn der Alex tut, Kartenspiele so gut. Und dann hält er zu, natürlich mit dem Durch. Was ich mache, wenn ich noch durchgehe, ich habe heute eine Karte umgedreht, dass die will ich nicht, dass die umgedreht ist, ne? Weil die hat nicht. Ich muss die losgehen. Aber was ich mache, ist folgendes: Ich gehe an den Park und wirklich, dass die Löschkarte ist, ziehe ich einfach die Löschkarte raus und ich weiß, dass es ein Joker ist. Nun werde ich mir gehen, für was ich einen Joker zu wählen, weil da kann ich den Witz machen: schon den Karte, so schon schon einen Joker, den hast du hier, egal was für eine Karte. Und natürlich, so wie der Alex sieht, nein, das fand ich witzig. War auch nicht gut. Und der will das. Ne? Der will ein bisschen, dass wir hier sehen. Mit dem Bild ist, ich gehe los und ich meine, hahaha, ich schon einen guten Zauberer, ich schon einen Joker gefunden. Und dann warst du, das ist nicht witzig. Und dann nehme ich den durch. Und dann sage ich, oh ja, das ist kein guter Zaubertrick. Mir werde ich aber machen, aus dem Moment. Und ab dem Moment, bei Alex geschieht nicht mehr. Da denke ich, werde ich so, ich weiß nicht, was ich meine. Was ist das denn? Da seht ihr, ah ja. Schon sie dann, man, ich bin was ist denn Karte? Und sie Schwarz, ja. So, genau der. Und so, ich gesagt, sie ja. Nee, weil sie sich Spaß. Ja, voilà. Und dann finde ich das witzig. Und dann sieht man, hahaha. Ja, der Sinn ist, ich weiß eine Karte. Ich fand cool, wie die Kamera zoomt, weil das kein Karte.
ich weiß nicht, Karte. Und dann drehe ich sie um und ich nehme sie rum drum. Voilà. Und dann sage ich, ich gebe sie umdrehen. Und dann sage ich, das ist noch ein besserer Trick. Und da wenn ich dann wegschwellen und ich meine, heute habe ich die Karte umgedreht, dann habe ich effektiv heute die Karte, die umgedreht dran ist. Die ist für den Zuschauer, wie wenn ich durch magische Kräfte die Karte umgedreht habe. Voilà. Vielmals, merci Alex. Nicht was tipptopp ist. So, wie du gesagt hast, den heutigen Trick aus, par rapport zu den anderen, ein bisschen schwer, weil es sind Sachen, die du musst knüscheln. Aber du musst doch keine Angst haben, weil ich weiß am Anfang, wie ich Trick wissen muss, oh mein Gott, die gesagt hat, wenn ich das mache. Du musst keine Angst auf die Wahrheit. Weil in dem Moment, wo du drehst, mit meiner Version, musst du keine Angst haben, weil die Leute gucken nicht auf ihre Hände. Die Leute erwarten dich nicht, dass ihr etwas mit den Händen macht. Natürlich, den heutigen Move geht ziemlich schnell. Das ist. Okay? Und dann, wie gesagt, wenn ich hier sehe, für das wir zum Schluss das Ende eigentlich clean, proper rausgehen. Natürlich, wenn ich das Tote mache, das wäre nicht gut. Ne? Da gebe ich den heutigen Joker noch gesehen. Und ich will, dass zum Schluss alles rein ist, alles wie am Anfang. Natürlich, ich will den unter den Händen, wenn ich ihm den Joker wasche, ich mache den kleinen Witz. Und dann drehe ich ihn. Und dann weiß ich, dass Karten alle gut umgedreht sind, bis, also als alle Karten verkehrt sind, bis auf die Heute, die dann um immer gut dran ist, als Zuschauer sein. Das andere natürlich, was du auch musst sagen, dass, oder was du auch denkst, dass, ja, schöner gut, David, aber ich habe zum Beispiel ein Kartenspiel, du hast keinen Joker dran. Was meine ich dann? Kein Problem, ich kann dir egal, was für eine Karte holen. Ich kann dir einen Damm holen, dann mache ich einfach den Witz ein bisschen an. Dann sage ich raus und dann sage ich, ich werde eine Karte rausziehen. Dann gucke ich und sage, ah, da weiß ich nicht, die Karte. Und dann siehst du, ja, mir das nicht mein. Dann sage ich, ah, ich habe nie gesagt, ich gebe Dinge rausholen. Ich habe gesagt, ich gebe meine Lieblingskarte rausholen. Das ist die dort. Aber die Karte, nee, die wollte ich gar nicht fangen. So, ich wollte die einfach umdrehen. Voilà. Ich kann dem aus dem Weg gehen, an dem sich da ein bisschen andere Geschichte fangen. Natürlich mit dem Joker. Fand ich das am passendsten, weil da du vieles aus dem Weg geht. Ich meine, ich habe da quasi mal alles aufgedeckt. Das heißt, ja, wie gesagt, am Anfang, just eben die kleine Präparation. Du könnt auch sagen, David, wie präparieren ich das schnell für die Leute? Weil ich kann gucken, dass ich Karten, ich drehe den hier um und dann drehe ich den einfach so um. Ich meine, du als Kind, wir können auch Kartenspiele auf den Boden fallen lassen oder um alles abraffen. Normalerweise ist das kein Problem, das so gut für unsere Leute ein Kehr umzudrehen. Voilà. Was geschieht, wenn du ihn, der will anfangen, sieht, oh, kann ich ein Kehr mischen? Natürlich, wenn ich ihn heute mischen will, können wir den Trick nicht so machen, wie wir wollten machen. Und dann können wir sagen, ja, mit David, das ist eine umgedrehte Karte, wo das, wenn ein Zuschauer das gesagt hat, so dass er einfach und dann zum Beispiel so durchgeht, da sieht, du hast aber eine umgedrehte Karte. So, ah, ja, das ist ein Joker, ich habe den umgedreht, ich lehne den auf Zeit, das ist nicht so will. Voilà. Da können wir das so verteidigen. Römerkehr, wenn der das tut, dann geht er ein Kehr zurück. Ich erkläre euch hier nur direkt, wie ich vermeiden kann, dass Leute immer für den Kartenspieler stickeln. So, und dann kommen wir los, mengenisch zu einem von den letzten Tricks, die wir zusammen machen. Und dann nämlich habe ich noch zwei Tricks, die ich euch will erklären. Und nun sind wir auch schon heute mit der Session fertig. Fangen wir mal an. Wir machen hier einen ganz impressionanten Kartentrick. Es geht um Poker. Für die, die von euch vielleicht Poker kennen, das ist ein ganz bekanntes Kartenspiel, das auch mal zugespielt wird. Das soll man nicht machen. Aber zum Spaß kann ich auch Poker spielen. Und darum geht es, eine ganz gute Hand zu haben. Das wäre Feier von denen selbst. Und die besten Hand, die Ball kann haben, das sind Feier Assen zu haben. Und Alex, du kannst ein bisschen hinkommen. Ich mein Kerl. Alex, du musst heute viel arbeiten, ne? Ja. Ja. Das geht mir leid, aber heute gut geschafft. He? So, Alex, es wird immer gesagt, dass Zauberer von fuddeln. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und wir können so gut fuddeln, dass ich nur vier Dinge fuddeln, ohne dass du es gesagt hast. Ja? Ja, Alex, ich will eine neue Karte spielen und ich spiele lo, wie wenn man für Poker spielen, für die perfekte Hand zu kriegen. Und wisst ihr, was wir machen? Das ist ganz einfach. Ich hätte gerne, dass du irgendwo abhilfst. Kannst du das machen?
So, du kannst sogar noch, ich gehe dann zurück, ich habe das falsch gesagt, hol einen großen Kopf. Oh, du hast einen gedrängt, fünf, die hat den nächsten Teil verloren. Du kannst das ganz gut machen. So, einen großen Kopf, tipptopp. So, und dann hältst du eine Karte hier und legst die noch drauf. Tipptopp. So, dann müsst du das nach einem Kehr, du hältst rum einen guten Kopf und legst die rum auf Zeit. So, und dann machen wir Schein. Und dann müssen wir das nach einem Kehr. So, und dann holen wir die Neiden und nehmen wir die drauf. So. Ich habe gesagt, ich gehe fuddeln. Die Kamera hält das ab. Und ich will nicht, dass meine Mama gesagt hat, ich fuddeln. Ich habe gedacht, ich lasse Alex fuddeln. Alex, du hast tipptopp gefuddelt. Findest du nicht auch? Ne? Ich fand das gut, weil Alex, weißt du noch, was ich für dich gesucht habe, was wegen Hand mega gut wäre, das wäre für ihr Essen. Ne? Und Alex, ich fand das tipptopp, weil du es effektiv für ihr Essen fand. Merci, dass du so gut gefunden hast, Alex. Ich wusste gar nicht, dass du so gut wärst. Vielmals merci, Alex. Du kannst sitzen gehen. Ich meine, Alex, du verstehst die Welt nicht mehr. He? Ja, ich nicht teil. Ja, ganz, ganz flott, einfach ein Zaubertrick. Was flott ist, ein Zauberer muss absolut nichts machen. Also, die hat nichts zu bewegen. Der hat aber leider das Gehirn eine kleine Präparation zu machen. Während die Präparation bis gemäht ist, geht ein Trick von alleine. Und du hast gesehen, ich habe ein Kartenspiel bei Gunne durchgepackt. Das Einzige, was gemäht ist, ist ein Alexa Tisch. Das ist ein ganz impressionanter Kartentrick, weil der Zauberer eigentlich war. Und ich bin immer der Meinung, und das ist Regel Nummer 2, was ein Zauberer meiner Karten abhegt, was ein Trick mehr zauberhaft ist. Das ist natürlich meine Regel. Ich erkläre euch direkt, wie es geht. Voilà. Das ist, was wir machen. Wir holen einmal und machen ein bisschen Ordnung, dass die Kamera alles tipptopp kann filmen. So. Ich habe die vier Assen, die holen ich raus. Und die vier Assen holen ich an die Länge oben drauf. Okay? Das heißt, ich habe meine vier Assen und habe einfach den Rest vom Park. Okay? So. Das heißt, ich habe meine vier Assen und die Länge drauf. Ich denke, alles, was deine Präparation hat, kann Karte spielen. Eigentlich nicht gemischt gehen. Für die, die ganz weit sind an der Zauberei, wissen, es geht natürlich auch, mir das ein bisschen schwer, aber für die, die Anfänger Zauberei, gebe ich einfach so, wir lassen die Karte nicht stecken und da gehen wir ja nur noch eine kleine Region dabei. So, der Tisch, hier und ich die Feier aus den Nerven und das so wie es soll sein. So, was geschieht hier? Und stecken die Feier aus den ab. Dass ihr seht, was genau passiert. Wir heben einen Kopf ab und ich habe am Anfang mit dem Alex ein bisschen falsch erklärt. Du musst den Leuten sagen, hebt einen großen Kopf ab. Ne, dass wir genug Karten haben, um noch viel Paket zu machen. Der Mensch hat so. Was du flott hast, füge, dass ich die Feier aus dem Höhen habe, da soll ich voll eine Karte von dir und die rum drauf. Und der Mensch das, für noch mehr durch einen zu machen. Noch klein ist ihm das. Ne? Dann soll ich ihm, hebt noch einen Kopf ab. Und der Mensch genau um das Zahl wischt. Das ist ein sicherer Kiss von Job hier, verdehle ich das, ob die anderen Cape. Für den Zuschauer natürlich schenkt das als, ja, als gebe ich Schuss noch mehr durch den Nehmen, als wäre es noch mehr unmöglich. Und dann habe ich zum Schluss eben die vier Assen, die halt oben sind. Der könnte lo, wenn der Poker nicht kennt oder wenn der dazu, das ist nicht so meine Welt, der könnt das natürlich mal, egal was für eine Karte machen. Der könnt Feier Entischer holen, der könnt 1, 2, 3 Feier holen, der könnt Feier Damen holen, also das sind meine Feier Assistentinnen oder Feier Assistenten, mit den Kindern oder den Bauern, das ist irgendwie los. Hm? Der kennt doch, wenn der weiß Karten hat, kann er auch noch etwas drauf schreiben. Ne? Zum Beispiel Happy Birthday to you, ja, für den Geburtstag. Das ist irgendwie los. Wie du mit der machen willst. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat er hier alle Chaos wichtig ist. Und ich fange mal hier für vielen, dass alles gut verstanden wird. Ich will mein Kartenspiel, ich will die Feier
feier Karten, ich feier Rassen, in den Strupp. Also, und ich schiebe dann hier ein großes Paar ab. Wichtig ist heute, dass ihr immer daran denkt, dass immer von dem Park, den ihr oben hast, die Karte heute drauf gelöst. Okay? Weil, wenn da nämlich der Tote macht und ihr macht der Tote, dann ist das nicht gut. Weil dann das sind da, das geht den Trick nicht. Ich von hier rüber, lege heute drauf. Darum denke ich selber, ich denke mal daran, der Park, der längst ist, ich habe mir das auch gewähnt, immer von Riezei, noch längst so gut, ihr könnt da rumgedreht machen. Halt ich habe da wirklich, dass ein Zuschauer auf der Seite, meistens bei mir aus, holen ich immer nur links. Der Tisch ist fest, der längste Park, muss ich gerade drauf setzen. Und dann kann ich nur links und dann kann ich drauf setzen. Und die Lasche brauche ich ja nicht, die lasse ich noch einmal oben. Und dann weiß ich, dass ich die Feierassen vom Tun oder die Feierkarte. Ganz, ganz flotter Kartentrick. Ganz impressionant. Für mich meine ich, dass das sogar einer von den impressionantesten, die wir heute im Programm haben. Und weil flott ist, wie gesagt, Regel Nummer 2, was den Zuschauer, was den Zauberer die Karte Männer aufpickt, was mir zauberhaft ist. Natürlich, wie immer, Regel Nummer 1, für so nach der Mann-Kartentrick schießt. Ein Keier. Ja. Weil wenn man den nicht aufmacht, die Dote können wir nicht nie aufmachen, sonst fällt es ab. Voilà, voilà, voilà. Maja, da gucken wir heute noch für den letzten Kartentrick mal erst zu machen. Und da werde ich hier, wenn ich vergesse, ach, ja, da ist noch ein 5, die wir irgendwie heute noch müssen dran machen. Ich hole die hier, voilà. Zack, so, wenn ich das 4 näher nach 4 berät. Das ist nicht schlimm, das ist von den Half-Life Fires. Naja, für den letzten Kartentrick, oder hast du noch eine Frage zum anderen Trick? Ich meine, das war klar. He? Naja, da brauche ich dich noch einen, Alex. Alex, der Sportsmann, den die ganze Zeit muss schaffen. So, Alex, du weißt ja mittlerweile, wie es geht. Mehr zeigen noch ein Kart, weil es so viel Spaß macht. Tipptopp, ich drehe mich um. Du weißt Kart, die Zuschauer. Also okay? So, da kannst du drauf legen, das Geier. Und dann kannst du, du sollst schon abheben, du sollst schon abheben. Da komm, du kannst das. Hier du ein Geier ab, tipptopp so. Dann lehne ich den Rest halt ab. So. Maja, Alex. Größer Moment. Wie das Solo schon mal ein Zauber was? Der Solo Zauber wird so entweder Simsalabim oder Abracadabra Simsalabim. Abracadabra. Tipptopp. Ich habe die Zauberei schon hier gesehen. Weil, guck mal, du hast eine Karte, die sich umdreht. Ich weiß, was du denkst, Alex. Der Tod und David, das ist nicht meine Karte. Ich weiß. Du hast eine Zauberkarte. Zauberkarte, das ist nicht deine Karte, aber die sehe, dass du deine Karte hast. Das ist 5. Das ist 5 Karten auf. Das ist 1, 2, 3, 4. Ich nehme die auf Zeit, weil das ist die 5. Karte. Heute brauchen wir nicht mehr. Das heute hier. Aber wenn ich richtig leihe, 1, 2, 3, 4, ist das den Karten. Also das. Tipptopp. Also Alex, du hast heute ganz gut geschafft, aber ich muss dir etwas sagen. Hau das nicht allein dein Verding, ich schlage wie ich beim Trick, wie es dafür wert. Weil nämlich, wir können ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hilfe von. Eine Menge Feier, Damen und sie als Feierassistentinnen, die uns nämlich geholfen haben, die Karte herumzufangen. Vielmals, merci Alex. Da kannst du dich noch ein Kehr drinnen setzen für die letzte Kehrhaut. Und dann machen wir dann einen großen Applaus von daheim aus. Ich freue mich, wenn die Leute daheim klappen. Und die, die nicht das Video gucken, freuen sich, was klappen die hier. Also, ich klappe für den Alex. So. Naja, hier ein Trick, die verschiedene Sachen. Und sich vermischt wird von dem, die man heute ein bisschen gesehen und an das Konzept von der Lädkarte ein bisschen anders ranhält. Präparation, das tut er gesehen, die habe ich vorher nicht gemacht, weil natürlich hatte ich vergessen, das so viel zu reden. Und wir holen einfach vier Karten. Ich hole gerne vier Damen, wir können vier Kinder holen. Für die Geschichte von der Assistentin. Ich fand das mir flott. Die könnt natürlich auch Feier essen, darum vom Poker schwätzen. Das ist ganz ehrlich über los. Ich finde die Feier Assistentinnen fand ich flott, als Trick so zu erklären. Ich finde die Feier Assistentinnen. Ich nehme die hier hin.
dann holen ich 1,5 und du hast rum den Prinzip von der, vom Trick mit dem umgedrehten Karte. Ich hole die und ich lehne die umgedreht hin. Und dann hole ich den Rest vom Park hier. Und ich lehne den Rest vom Park. Hopp. Puff. Voilà. Und dann sind wir hier eigentlich schon ziemlich gut. Der Tisch, wir haben um ein Kirchweise 4 Damen. Ein umgedrehte 5. Muss nicht Herz sein, schon ein Herz gerne, weil es schöner ist und jeder kennt Herz. Und der Rest vom Park. So. Was hier passiert, das folgende ist, den Alex, die zu den Karten zuschaut, zu den Karten, egal was fängt. Und hier ist ganz wichtig, dass wir nicht das heute machen. Wenn wir das heute machen, dann ist es nicht so flott. Ne? Das ist, was ich probiere zu machen, ist, just hier ein bisschen so abzumachen. Und so habe ich gesagt, als hätte ich ganz Kartenspiel, mehr schon, wenn ich auf der Seite gucke, vielleicht ein Feuer vom Kartenspiel ausgestreift. Voilà. Wenn du Angst tut, dass du ausstreifen musst, dann könnt ihr auch einfach einen Zuschauer freuen, soll irgendwo ein kleines Kabob hier und dann den Karten rausholen. Das sieht ihr auch sicher. So, ich gehe nur noch auf die Sachen, die können schief gehen oder wie ich das kann verbessern. Dann soll ich erst wählen meine Karte, ich hole die heute und den Heut-Trigger ist flott, weil den einfach automatisch verläuft. Das heißt, hier lädt die Karte, Alex die Karte drüber an. Das selbst werde ich Mengen schon viel drin nicht gesucht, für zu verhindern, dass Alex so dumme Gedanken könnt, an die will heute überrascht hierchen. Manchmal fangen wir drin. Das heißt, das geht nicht. Und ich so, dem Alex auch, kannst du die Karte draufsetzen, weil das tut denn, das geht nicht. Ja. Denkt drin, wenn ich heute ein, zwei Leute, die sind ein bisschen nervös und die stirchen so einfach so ran. Das will ich nicht, wenn es. Fangen wir dann, geht nicht. Ne? Die nicht alle weiß, was kann das drauf. Ich drehe sie um, dass ihr seht, was los ist. Karte suchen, wie das heute. Und wenn ich abhebe, passiert das heute automatisch von der Kamera von oben, wie sie das gesehen. Dann lehne ich die Kope, den ich habe, die 5 und die 4 umgedreht, dann lehne ich drauf. Der Tisch automatisch 1, 2, 3, 4, 5, also das die 5. Karte ab der Karte. Ich muss uns nicht machen, das ist automatisch. Es geschieht automatisch. Voilà. Ich nehme den Trupp. Dann so ein Zauberwort, wie auch immer. Wenn man hier ausstreifen, du weißt nicht, dass ein Kerl, wenn es nicht geht, beim Ausstreifen, macht er so wie 4 drin, der lädt er mit der Hand. Und dann stoppt er bei der 5 und dann lädt er auf die andere Hand die andere Karte. Okay? Können wir vielleicht auch noch ein Kerl machen, just für, dass das Publikum das auch von dem aus gut versteht. So, ab hier habe ich umgedreht. Die Heiden ist natürlich normalerweise umgedreht, doch. Aber ich lasse sie so viel, dass sie gut gesagt haben. Freunde, ich, Alex, oder ich gucke Alex, ich weiß, was sie denken, Alex. Ich habe deine Karte umgedreht, aber das ist nicht deine Karte. Oft sind sie, ja, effektiv, das ist nicht meine Karte. Nein, das ist Zauberkarte. Zauberkarte sieht man nämlich, wo deine Karte ist. Dann hole ich hier, was drüber ist, wenn du ausgestreift hast, hole ich ab Zeit. Also, wenn ich 5, dann stehe ich hier hin, dann zähle ich 1, 2, 3, 4. Ja, ist natürlich umgedreht. Ich nehme die hier auf Zeit und ich hole den ganzen Rest vom Park, den ich nicht brauche, auf Zeit, für das den Zuschauer besser gesagt wird, was los ist. Das ist ein mega Duschadin. Und so also, ich denke, dass die Toten. Dann, ja, das stimmt. Und sich, aus dem Trick fand ich ziemlich stark, für was, weil an der Basis ist der Trick noch fertig. Schon den Karte rumgefunden, dann habe ich gesagt, oh, das ist mein Karte, top, ja, gut geholfen gekriegt von der Zauberkarte. Aber was hier interessant ist, ist hauptsächlich der Schluss, weil die Feierkarten, das Kind in sich erwartet, dass so auf einmal Feierassistentinnen da waren. Oder eben Feierassen oder Feier, von was auch immer der Welt. Ja? Du kannst auch, das habe ich auch schon gesehen, 1, 2, 3, 4, 5 nach der Stuhl hin, das geht auch. Wie gesagt, das ist immer los, was du da machen willst. Ich persönlich, wie gesagt, tun die Geschichte gerne. Von den 4 Assistentinnen, das ist für mich eine Flutgeschichte. Voilà. Das ist los, ist zu einem kleinen Detail. Gehen wir weiter vor, weil ich weiß, dass das so selbst das wird. Da vielleicht am Kopf hat, weil er ist rot. Und so räumen wir hier hier und ich drei, hier wird ein hier ab. Du hast die größte Rohre. Ja, David, wie weiß ich, ob ich nur hoch oder noch hier?
Du musst da eben gucken, wo der ausstreift. Mit Hayas oben. Das heißt, ich muss drinnen gehen. Die Karten, die drinnen liegen, muss ich gehen. Hier als links. Zum Beispiel, natürlich, wenn ich die andere Seite ausstreife, so die ausstreifen, dann wäre es jetzt. Das heißt, hier muss ich einfach gucken. So, und dann gehe ich hier normalerweise nur links auf. Okay, in meinem Fall. Wenn der ausstreift, streift normalerweise immer in dieselbe Richtung, für dass er da nicht durcheinander kommt. Wir üben das noch einmal mit der Hand von zu, wenn es noch einmal kommen, Alex. So. Dann machen wir das noch einmal mit der Hand. Du könnt einfach, was ich meistens mache, ich mache so. Da gucke ich, da gehe ich durch, Karte für Karte, für Karte, für Karte. Da. Brauche ich ein bisschen, ziehe ich einen kleinen Witz. Dann sage ich, okay, das sind sie nicht. Kannst du die unhalen, dann hole ich die andere Hand her. So ist das Zauberkarte, die sieht aus, wo die Karte sind. 1, 2, 3. Feier, da reicht gehe ich hier in die Gruppe, da weiß ich nicht, fünf, das den Karte. Ja, und da weiß ich nicht, heute noch einmal, dass ich zum Schluss noch die Feierassistentin habe. Voilà. Wie gesagt, vielen Dank noch einmal, Alex. Es hat ganz gut geschafft. Ich bin wirklich froh, dass du auch dabei warst. Das ist heute noch so ein guter Trick, weil etwas Unerwartetes zum Schluss noch kommt, weil ein Zuschauer ist es nicht erwartet, aber quasi mal unmöglich erscheint. Und der Trick ist aber ziemlich einfach. Ich meine, ich habe heute alles aufgedeckt. Nun würde ich noch ein paar Sachen suchen, die hauptsächlich für Anfänger können ein bisschen schwer sind. Wir haben Regel 1, wir haben Regel 2 gehabt. Die dritte Regel ist, sie wird nicht gezwungen, wenn das nicht füllt, dann soll der ruhig nie sein. Wenn du nur will den Trick weisen und da sind die, sieht, oh, ich will Karten spielen möchten, du, weißt, du kannst Karten spielen, dann möchten verschiedene Homologen sind, dann soll einfach nein. Oder was ich gerne frage, willst du, dass ein Trick geht? Das sind die meisten Leute, ja, ich will das. Das ist einfach, dann kannst du das leider nicht machen. Weil bedenkt als Zauberer, die sind dafür, die Leute froh zu machen, die sind dafür, ihre Tricker zu weisen, die sind dafür, eher Spaß zu machen. Aber wenn die Leute ein bisschen basemattig sind, so einfach, nee, ich will den Trick dann in dem Moment nicht weisen, weil das ist auch nicht mega leicht von den Leuten. Voilà. Das heißt, darüber gut aufpassen. Und noch etwas, das war da wichtig, übt den Trick gut, jeder weiß. Weil ganz oft, ich weiß, das ist auch bei mir der Fall, ganz oft so nicht mal, oh, ich habe einen Trick gesehen, ich kann ihn. Dann ist es nicht immer, wo übt das oft durch und dann weiß der recht. Wenn er das paar Mal geübt hat, auch mit dem Text, ist das ganz wichtig. Und ich habe schon ein paar Geschichten gehen. Geschichten sind wichtig, für zu wissen, wie, dass ein Trick schön möchte. Man hat nicht just das dient, weil dann ist das nicht so gut. Das heißt, übt einen Trick wirklich für dich gut, mit Kollegen und so weiter. Oder mit einer Person und der Reichweiserin, wenn ihr das gut könnt. Das ist nicht, weil ihr das Video geguckt habt, dass ihr direkt könnt, den Trick machen könnt, ihr wisst, wie sie gehen. Mit solchen Wissen, wie sie gehen, einen Trick können machen, da geht es noch immer einen Unterschied und du musst ein bisschen üben. Auch die Tricks sind ganz einfach und ein bisschen Übung ist nicht falsch. Voilà. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall war ich ganz froh, heute können wir erst zeigen, wenn ich keinen Trick können zu weisen. Und für den Rest hoffentlich, dass wir es schon haben gesehen. Wie gesagt, hier war ganz viel einfach Kartentricker. Es gibt natürlich Millionen Kartentricker. Mit mir schwere Sachen, aber ich wollte hier Kartentricker weisen, die einfach sind, dass er dich schnell lehrt, schnell kann weisen und direkt Spaß mit dem Zaubern. Ich wünsche euch alle Guten von daheim aus einen ganz schönen Tag. Dem noch wie viel lauter, dass da guckt, eine schöne Morgen, eine schöne Mitte, eine schöne Abend. Und dann hoffentlich, wir sehen uns geschwinderem, für noch ein bisschen mehr Zauberei. Adi!